Ich habe das Intro mal weggelassen. Herzlich willkommen heute zum Shivaratri, einem Fest, dem Gott Shiva geweiht. Ich lege heute die Karten von Doreen Virtue zum Neumond, der morgen stattfindet, und gerade frisch eingetroffen Osho Sentaro Karten. Ich werde hier aus dem Sentaro Heft lesen, denn ich habe die Karten noch nicht ein einziges Mal benutzt. Für mich ist es jetzt auch eine große Überraschung, was da kommt. Und wenn ich hier irgendwann dann den Chat am Ende noch finde, dann kann ich euch auch noch die persönlichen Fragen beantworten. Ansonsten verbringt ihr den Tag, den Abend heute besser in Meditation, in der Stille. Es ist ein Abend, wo sich das dritte Auge weit öffnet. Es ist kein Zufall, dass der Westen so feiert, in der Betäubung verbringt, wie eigentlich die letzten 70 Jahre seiner Geschichte, wenn nicht sogar länger. Und in anderen Kulturen, wie zum Beispiel in Indien, noch die wahre Eigenschaft dieses Tages bekannt ist, nämlich tiefe Meditation. Aber auch in Indien durch den Einfluss der Logen und auch der verwässerten Bollywood-Hipstars und Superstars. Auch da beginnt man immer mehr, sich den Drogen hinzugeben, was natürlich schade ist. Denn so kann das nichts werden. Ihr Lieben, fangen wir doch direkt mal an, jetzt die Karten zu mischen. Ich hoffe, es sind hier bei Instagram mindestens auch noch ein paar Leute da, beziehungsweise bei YouTube und Twitch. Ich mische die Karten, beziehungsweise, entschuldigt, wir reinigen natürlich erstmal die Karten. So. Ja, bringt nichts. Packt mich gerne mal, mein Office und die Karten in die silberviolette Flamme. Ihr habt ja die Erlaubnis. Die silberviolette Flamme der Transformation. Shiva ist der König der Yogis, Meister der Transformation. Er beherrscht die Materie vollkommen. Häufig wird er auch der Zerstörer genannt. Und wir können ihn jetzt bitten, während wir die Karten reinigen: Lord Shiva, mögest du die Lüge zerstören. Lord Shiva, mögest du die Lüge zerstören, auf das der Kern der Wahrheit erscheinen möge. Lord Shiva, mögest du die Lüge und die Illusion zerstören und transformieren, auf dass die Wahrhaftigkeit und die Wahrheit erscheinen möge. Shiva, 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 Shambho. In diesem Sinne fangen wir heute an mit unserem Neumond-Orakel. Der Neumond morgen, 18:30 deutscher Zeit etwa, 18:35, läuft vom 2. März bis zum 10. März. Ich mische jetzt mal die Karten. Dann schauen wir mal, was die Engel dazu sagen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr dran geblieben seid. 10 Jahre nicht Deutschland. Deutsch baut ein bisschen ab. Da ist die erste Karte, wie sehr schön. Und zwar, ja, also die 4 der Luft, jetzt nach diesem Neumond, mit all diesen Verwirrungen der Massenmedien mal wieder, es ist Zeit auszuruhen oder Ferien zu machen. Erlaubt euch mehr Zeit, bevor ihr eine Entscheidung trefft. Meditation wird euch Antwort geben. Shiva ist ein perfekter Begleiter für die Meditation. Das ist eine geistige Karte. Hier die 4, auch die 4 Elemente angesprochen. Es sind ja 5, aber die 4 Grundelemente ergeben ja die Quintessenz. Meditation liefert uns Antworten. Immer und immer wieder eigentlich die gleiche Antwort. Es ist ja so, wir haben alle ein Ausreden, warum die Meditation uns nichts bringt. Alle Ausreden kommen vom Ego. Könnt ihr euch einfach mal so auf den Kalender schreiben. Alle Ausreden, warum Meditation, warum ihr keine Zeit habt für Meditation, warum Meditation nichts bringt, kommen vom Ego, damit das Ego noch einen Tag länger leben darf. Das Ego lebt von Tag zu Tag, das reicht aus. So, dann weihen wir mal das Osho-Deck ein. Osho ist ja auch einer der großen Meister, der es geschickt unternommen hat, die westliche Kultur zu heilen, der aber genauso geschickt die Bigotterie aufgezeigt hat und die Doppelstandards der westlichen Kultur. Doppelstandards sind ja gerade jetzt auch in dem Konflikt, den wir hier gerade sehen,
mal wieder ganz typisch. Es wird ja hier immer schon mit zweierlei Maß gemessen. Also mittlerweile, ich hoffe irgendwann, dass die Menschen sich eben nicht mehr einfach durch die Angst in die Täuschung treiben lassen, sondern auch einmal ein paar Fakten konfrontieren, die vielleicht ein bisschen unbequem sind. Aber in dem Moment, wenn das Gas abgestellt wird, wird der eine oder andere vielleicht noch nachdenken, ob er wirklich gewillt ist, den Preis eines Logenkrieges zu zahlen. Ja, es gibt verschiedene Logen, die nicht unbedingt immer alle an einem Strang ziehen. Ich bin mal sehr gespannt, welche Karte hier als erstes heute zum Vorschein tritt. 2. März bis 10. März. Ihr Lieben, der Hinduismus ist eine sehr interessante Philosophie bzw. auch Religion, der eben die Dualität und auch die Polarität einschließt. Es ist also keine exklusive Religion mit du bist der Arsch, du bist raus und wir sind heilig, wir sind gerettet. Das ist ja so das typische Schema F-Denken eines Europäers, leider. Man kann sich daraus befreien. Healing. So, jetzt muss ich erstmal suchen, was Healing ist. Ich zeige euch auch gleich die Karte. Ich werde heute euch mal ein bisschen was vorlesen. Und dann könnt ihr mal schauen, wie gut ich lesen kann. Nein, wir legen ja die Karten. Und wenn ihr ein neues Deck habt, dann könnt ihr das dann natürlich auch so machen. Ich glaube, das ist das Luftelement. So. Oder sind das die Wolken? Geht sofort weiter hier. Healing ist das Stichwort. Ja, das nennt man Mut. Also Mut zur Lücke nennt man das. Könnt ihr natürlich jetzt auch erstmal 3 Wochen mit dem Deck üben. Vielleicht gefällt das dem einen oder anderen besser. Aber der Baum, der übt auch nicht, wenn er wächst. Der wächst einfach erstmal. Und manchmal wächst es halt nicht gleich perfekt. Ach ja, der König des Wassers. Sehr interessant, da kann ich euch schon direkt mal was dazu sagen. Wasser ist eine emotionale Karte. Hier geht es um die komplette Ausheilung unserer Gefühle. Ich lese das auch gleich dazu, was Osho dazu geschrieben hat, beziehungsweise was in diesem Osho Zen-Tarot geschrieben steht. Ausheilung der Gefühle heißt eben, jede Form von Zorn, Angst, Wut, Groll, Missgunst und auch Zynismus heilen. Ja, heilen in die Liebe. Die Liebe ist der einzig wahrhaftige Zustand unseres Emotionalkörpers. Wem das zu esoterisch ist, der kann ja auch weiter Bildzeitung lesen und sich dann auch so ein bisschen aufstacheln lassen, jetzt in dieser Zeit, und so ein bisschen Dämonenfutter werden. Das ist total toll. Verschwendet ruhig eure Zeit und eure Lebensenergie, euch aufreiben zu lassen. Oder wendet euch nach innen, denn nur dort findet ihr Frieden, ihr findet Antwort, Kraft, Stärke, Offenbarung und die neue Welt. Okay. Hier geht's los. Healing. No. You carry your wound. With the ego, your whole being is a wound. Sehr geil. Du trägst deine Wunde. Und mit einem Ego ist dein ganzes Sein eine Wunde. And you carry it around. Du trägst dein Ego herum. Nobody is interested in hurting you. Nobody is positively waiting to hurt you. Everybody is engaged in safeguarding his own wound. Also niemand da draußen wartet eigentlich, um dich zu verletzen. Jeder ist so sehr mit sich selbst beschäftigt, seine eigenen Wunden zu schützen, dass, ja, die Frage ist jetzt, who has got the energy? Wer hat die Energie? Wo ist die Energie? But still it happens, because you are so ready to be wounded, so ready just waiting on the brink for anything. Also du bist wirklich bereit, dich jederzeit neu verwunden zu lassen, dein Ego jederzeit neu kränken zu lassen, dein Stolz jederzeit neu kränken zu lassen, dich jederzeit jetzt in eine politische Kriegsdebatte verwickeln zu lassen und voll auf die Barrikaden zu gehen. Ich weiß es am besten. Ich weiß es auch. Zumindest glaube ich, was ich weiß. Aber vielleicht weiß ich auch gar nichts. Denn ehrlich gesagt,
Das östlichste Land, in dem ich bisher mal war, ist Polen gewesen. Ist ja, glaube ich, Nachbarland zur Ukraine. Somit könnte ich fast schon mitsprechen. Ja, ich war ja auch in Indien und in Bali, aber das ist schon wieder so östlich, das ist schon fast wieder westlich. You cannot touch a man of Tao. Du kannst einen Mann des Tao, einen Mann, der sich gefunden hat, nicht berühren. Why? Warum? Because there is no one to be touched. Das bedeutet, wenn du, denn, ja, das mit dem Übersetzen ist ganz schön blöd gerade. Denn es gibt niemanden, der angefasst werden könnte. You cannot touch a man of Tao, because there is no one to be touched. Ein Mann des Tao ist ein Erleuchteter, beziehungsweise ein Mensch, der sein Ego überwunden hat. Und du kannst diesen Menschen nicht verletzen, weil du könntest nur sein Ego verletzen. Aber da ist ja kein Ego. There is no wound. So geht es weiter. He is healthy, healed, whole. Derjenige ist gesund, geheilt und ganz. The word whole is beautiful. The word heal comes from the whole. And the word holy comes from the whole. He is whole, healed, holy. Das Wort ganz ist wunderschön. Es kommt von Ganzheitlichkeit, in dem Falle hier Heilung. Und das Wort whole im Englischen, ganz, ist direkt mit dem Wort heilig verwandt. Und somit sehen wir, wie die Heilung und das Heilende heilig ist. Deswegen der König des Wassers, er heilt euer Herz. Das muss vollkommen heilen. Ihr könnt davor weglaufen, gerne noch 10 Jahre. Ich weiß nicht, ob wir wirklich noch 10 Jahre haben. Wir sind gerade mitten im Aufstiegsprozess. Ich hatte euch das letztens angedeutet, dass die vierte Dimension gerade klein wird. Und das geht ab. Ich lese mal noch zwei, drei Sätze. Be aware of your wound. Don't help it to grow. Let it be healed. And it will be healed only when you move to the roots. Sei dir deiner Wunden bewusst. Hilf nicht noch, diese Wunden zu vergrößern, sondern lass sie heilen. Und deine Wunde wird nur dann geheilt, wenn du wirklich mal zur Wurzel gehst. The less the head, the more the wound will heal. Desto weniger du hier mit dem Verstand, mit deinem Ego, mit dem in die Irre geleiteten kleinen Diener versuchst zu machen, desto weniger du also mit dem Diener versuchst zu verstehen, desto schneller wirst du heilen. Wie gesagt, das hatte ich in einem letzten Video erklärt, der Verstand ist der Diener des Herzens. Der Diener des Herzens. Live a headless life. Leb ein kopfloses Leben. In anderen Worten, leb ein herzliches, herzvolles Leben. Move as a total being and accept things. Beweg dich als ganzes Wesen, als ganzheitliches Wesen, also sprich mit dem Herz. Das Herz verbindet ja die drei unteren Chakren und die drei oberen Chakren. Und akzeptiere einfach die Dinge. Das heißt Surrender, Demut. Und unterwirf dich einfach den Dingen und beginne zu dienen. Jetzt geht's weiter. Just for 24 hours. Try it. Total acceptance. Whatsoever happens. Für nur 24 Stunden. Versuch das mal. Was auch immer passiert, einfach akzeptieren. Someone insults you. Accept it. Don't react and see what happens. Jemand beschimpft dich? Akzeptiere das einfach. Reagier mal nicht und schau, was passiert. Und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das ist großartig. Es perlt einfach nur ab. Ganz häufig, wenn uns jemand beschimpft, nehmen wir das sofort persönlich. Ja, wie kann der nur? Ich bin ein ehrenwerter Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Außerdem sprechen die Fakten 1, 2, 3, 4, 5 für mich und 7, 6, 8, 9, 10 sprechen gegen diesen Menschen. Was hat er eigentlich sich dabei gedacht? Das ist ja so ein typischer Standard im Westen, ein bisschen überspitzt, aber so läuft das ja, ne? Eine Streitkultur. Alles im Kopf, alles behindert. Also bescheuert. Alles wirklich, also behindert insofern, wenn das Herz nicht mit in die Runde kommt, ist man quasi herzbehindert. Dann sieht man wirklich nur die Hälfte. Someone is, genau, das hatten wir gerade. Suddenly you will feel an energy flowing in you that you have not felt before. Genau. Denn wenn du das mal machst, einfach nur dich mal beschimpfen lassen und das nicht so quasi werten, quasi nicht mal darauf reagieren mit dem Geist, sondern einfach nur mal überlegen, was sagt das eigentlich über diesen Menschen aus, der mir da gerade gegenübersteht? Dann wirst du spüren, wie die Energie ins Fließen kommt. So, jetzt gibt es hier noch einen Kommentar.
Ach. Nee. Ach nee. Der Kommentar kommt jetzt. Und zwar auf der anderen Seite. So, also seht ihr, ihr seid live dabei, wie Rico Balvini was lernt. Genau. Osho Sentaro. Ich lese es jetzt mal auf Englisch vor. Ihr schafft das schon, das zu übersetzen. It is a time when the deeply buried wounds of the past are coming to the surface. Ready and available to be healed. Das ist eine großartige Zeit, jetzt, in den nächsten Tagen, Wochen, eure ältesten Wunden zu heilen. The figure in this card is naked, vulnerable, open to the loving touch of existence. Die Figur in diesem Bild, sie ist nackt und verletzlich und sie ist offen für die heilende Berührung der Existenz. The aura around his body is full of light and the quality of relaxation, caring and love that surrounds him is dissolving his struggle and suffering. Die Aura um seinen Körper herum ist voll mit Licht. Kann man das sehen? Ja, kann man sehen. And the quality of relaxation, also das muss jetzt Englisch sein, und die Qualität der Entspannung, der Fürsorge und der Liebe, die diesen Menschen hier umgibt, löst den ganzen Ärger und das Leiden einfach auf. Lotuses of light appear on his physical body and around the subtle energy bodies that healers say surround each of us. Die Lichtlotusse erscheinen auf seinem physischen Körper und auch in seinem Energiefeld, von denen Heiler sagen, dass sie uns alle umgeben. Ja, diese Lotusse, die kann man tatsächlich wahrnehmen als blinkende Lichtpunkte und wenn man sich dann ein bisschen darauf einschwingt, dann wird das sinnvoll. Ich sehe gerade, ihr schreibt mir. Ich muss mal gucken, wie ich den Chat sehe. Ich sehe das hier nur in meinem kleinen Mikrobildschirm. Ich werde euch später antworten. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr ein Lebenszeichen gibt. Vielen Dank. In each of these subtle layers, ja, Ton haben wir auch, appears a healing crystal or pattern. In jeder dieser subtilen Schichten, also Auraschichten, findet eine Heilung statt. When we are under the healing influence of the King of Water, we are no longer hiding from ourselves or others. Auch das ist doch mal schön. Jetzt, wenn wir unter diesem Einfluss sind, von dem heilenden König, dem König des Wassers, dann verstecken wir uns nicht länger vor den Menschen oder auch vor uns selbst. In this attitude of openness and acceptance, we can be healed and help others also to be healthy and whole. In diesem Auftreten der Offenheit, also in dieser Bereitschaft der Offenheit und Akzeptanz, können wir geheilt werden und wir können auch anderen helfen zu heilen. Das ist ein sehr guter Einfluss und vielleicht heilen wir hier uns, aber eben auch die verwundete Volksseele, die jetzt so selbstvergessen schon wieder nach Sanktionen und Krieg schreit. Ihr Lieben, das ist ja wohl nicht euer Ernst. Krieg ist keine Lösung. Und nicht immer sind diese Dinge so, wie sie an der Oberfläche scheinen. Ich finde es gut, dass ein 8 Jahre alter Krieg nun endlich mal thematisiert wird. Denn der Krieg gegen die russische Bevölkerung seitens eines Nazi-Regimes in der Ukraine hat bisher selten jemanden gejuckt. Nicht wahr? Das waren ja die letzten 8 Jahre für viele russische Menschen schon doch die Hölle auf Erden, wenn man gerade zufällig in der Ukraine lebt. Schauen wir uns mal die zweite Woche an. Die zweite Woche geht vom 10. März bis 18. März. So. Moment, ich muss mal ganz kurz hier. Wir sind ja hier live, das macht ja nichts. So. Muss mal ganz kurz eine Nachricht schreiben. Ja, genau. Ganz kleinen Moment. Moment. Dun, 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 dun.
Leider kein Ton. Liegt das nur an mir? Danke, dass du Bescheid sagst. Kann mal jemand noch bei Instagram was sagen, ob wir keinen Ton haben? Haben wir einen Ton bei Instagram? Okay, dann starten wir bei Instagram nochmal neu. Ton hier auch weg. Okay, danke. Ja, für euch bei Facebook. Das sind so diese Schikanemaßnahmen eines Totalitarismus, der sich aufspielt, als wäre er der Retter der Welt. Und in Wirklichkeit ist dieser Totalitarismus, wir nutzen ihn ja leider noch, eigentlich eher wie die Pest am Bein. Muss man leider so sagen. Also wirklich ein krankhaftes, verlogenes Geschwür. So. Ja, könnt ihr mich ruhig zitieren. Das, was hier gerade gelaufen ist. Hallo Instagram, herzlich willkommen zurück. Das, was hier gerade läuft, seit Jahren, also spätestens seit dem 11. September 2001, ist eine Sauerei. Verbrechen. Das ist ein Verbrechen an der Wahrheit. So, schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, jetzt klappt der Ton. Hier sehe ich nur meinen grünen Kameraspot laufen. Und immer noch kein Ton. Das ist ja gar nicht wahr. Kein Ton? Tja. Das ist wirklich schade. Ihr Lieben, dann kommt doch ganz kurz zu YouTube. Es ist wirklich schade. Und was seht ihr da? Man könnte sich da jetzt ewig drüber aufregen. Man kann es aber auch einfach lassen. Man kann das als Spiel sehen. Und dann macht das Ganze auch Spaß. Wir versuchen es einfach nochmal. Es ist ein Spiel. Und wenn man das Ego rausnimmt, dann macht das Spiel sogar Spaß. So, wir sind jetzt bei Instagram übrigens zum dritten Mal live. Man kann wirklich, eines Tages kann man über die Repressalien nur noch lachen. Haben wir wieder einen Ton? Kann mir jemand kurz bei Instagram ein Feedback geben? Ist hier ein Ton? Ja, wer ein Tarot für kostenlos haben will, der braucht ein bisschen Geduld. Wir sind ja erst seit 21 Minuten live. Hallo, hallo Light and Truth. Sind wir live? Haben wir Ton? Sind wir live? Ja, wie geil. Das dient natürlich auch dazu, mich aus dem Konzept zu bringen. Das macht aber nichts. Könnt ihr euch schon mal merken, das macht gar nichts. Wir haben es ja nicht eilig. Wisst ihr, das Leben ist ja einfach nur da, um gelebt zu werden. Und wenn man Glück hat, hat man Spaß. Denn dann könnte es, und zwar nicht euphorischen Spaß, sondern herzlichen Spaß, denn dann könnte es sein, dass man tatsächlich den Sinn und Zweck seines Lebens erfüllt. Und durch diesen Spaß entsteht, da haben wir die Karte, entsteht eine ganze Menge Überfluss und Schönheit. So, ihr Lieben. Die achte Erde. Oh ja, das passt so sehr zu mir auch. Wenn ihr wüsstet, meine Bücher-Shopping-Liste verraten wir jetzt hier nicht. Aber ich mache demnächst ein paar Buchvorstellungen. Und zwar, die achte der Erde. Die Erde sind unsere Wurzeln. Auch unsere Wurzeln in der Bildung. Traurig zum Beispiel finde ich sehr häufig, dass die Menschen, nachdem sie aus der Schule rausgehen, spätestens nachdem sie ihr Abitur, nee, nicht Abitur, ihr Studium abgeschlossen haben, sich nicht weiterbilden. Das ist eine spirituelle und auch intellektuelle Katastrophe. Denn das Lernen ist ein ewiger Prozess der Erneuerung des Geistes. Das Lernen ist ein ewiger Prozess des Lebens. Lernt bitte den Rest eures Lebens. Ja, bitte. Tut euch diesen Gefallen. Hört nicht einfach eines Tages auf und sagt, ich weiß jetzt alles. Ihr werdet wissen, wenn ihr alles wisst. Das ist der Moment, wenn ihr komplett erleuchtet seid, komplett im Bliss seid und wenn ihr euch dematerialisieren könnt. Dann irgendwann könnt ihr darüber nachdenken, ob ihr alles verstanden habt. Ich lese gerade ein großartiges Buch von Yogananda, Autobiografie eines Yogis. Da wird von Wundern berichtet, die sogar mich staunen lassen und das soll wirklich was heißen. Denn ich habe Wunder in diesem Leben erlebt, die die achte Erde lernt.
Und zwar, skilled work is rewarded. Learning all there is to know about a topic. Going back to school. Also wirklich skilled Arbeit. Ihr merkt schon, mein Deutsch heute ist großartig. Qualifizierte Arbeit wird belohnt. Ja, man muss einfach auch mal die ganze Sache entspannt sehen. Und lernt alles, was es zu einem Thema zu lernen gibt. Und wenn ich jetzt euch mal das Thema Erleuchtung so als Hausaufgabe mit auf den Weg gebe, dann lernt mal bitte alles, was es zum Thema Erleuchtung und Transzendenz zu lernen gibt, zum Thema Meditation. Denn heute ist ja Shivaratri, heute ist ja quasi der Vorbote zum Neumond. Wir feiern heute in den Neumond quasi rein, in Indien. Going back to school oder anders ausgedrückt, never leaving school. Das ist die zweite Woche vom 10. März bis 18. März. Warum 10. März? 10. März ist quasi First Quarter, das erste Viertel eines Mondzyklus. Und am 18. März um 7.17 Uhr morgens, portugiesischer Zeit, 8.17 Uhr deutscher Zeit, haben wir wieder einen Vollmond. Das ist eine erdgebundene Karte, die etwas mit eurem Zuhause zu tun hat. Und ich glaube nicht, dass die Engel meinen, ihr solltet jetzt alles zum aktuellen Krieg lernen, was ihr lernen könnt, um euch dann möglichst intellektuell in der Kneipe streiten zu können. Das wäre eine ziemlich bescheuerte Zeitverschwendung. Das sage ich euch gleich. Es geht nur darum, an eure Zeit zu kommen und an eure Liebe zu kommen und eure Liebe möglichst in Hass und finstere Gefühle zu verwandeln. Sperrt die Ohren bitte auf. Ich habe euch das prophezeit. Als Hobbyprophet, Großstadtschamane und goldene Esoterikhure habe ich euch gesagt, wenn das ganze Corona-Thema dann nach und nach absackt, glaubt nicht, es ist vorbei, dann ballern die sofort die nächste Karte raus. Ich kann euch nicht sagen, in welchem Video das war, aber das war logisch. Das war logisch. Denn der Freimaurerkrieg, der Krieg Arm gegen Reich, der ist einfach nur widerlich. Und der wird mit allen Mitteln geführt. Wenn ihr diesen Krieg gewinnen wollt, überleben wollt, geht in die Meditation. Denn sie greifen euch auf der astralen, spirituellen Ebene an. Und zwar, indem sie euch aus eurem Herz herauslocken. Euer Herz, das hier und jetzt, ist euer eigentliches Zuhause. Wenn ihr aus eurem eigentlichen Zuhause herausgeht, dann tobt da draußen das Armageddon. Bleibt in eurem Zuhause, bleibt in eurem Herzen. Dann seid ihr ein Mann oder eine Frau des Tao. Das Tao könnte man auch als Weg des Herzens bezeichnen. Der pfadlose Pfad. Woher weiß ich das? Keine Ahnung. Ist halt so. Jetzt sind mir gerade vier Karten so viel. Da sitzen wir hier bis um 21 Uhr. Und ich muss heute noch tatsächlich auch ein paar Zeremonien hier machen. Diese äußere Welt ist nichts weiter als eine Illusion. Lasst euch nicht einfangen. Bei Instagram, das hat übrigens wunderbar funktioniert, das dreimal unterbrechen, sind wir von fast 10 Zuschauern auf 3 Zuschauer runtergestutzt worden. Das ist ja eine regelmäßige Masche bei Instagram, den Ton zu cutten. Die wissen nämlich, dass die meisten Menschen wenig Ausdauer und Stehvermögen haben. Disziplin ganz zu schweigen. Alles das könnt ihr lernen im Live-Coaching. Wer geringere Ziele hat als die Erleuchtung in diesem Leben, den würde ich bitten, das noch einmal gründlich zu überdenken. Sehr geil. Zwei Karten aus dem Regenbogen für die zweite Woche. Adventure. Adventure, das Abenteuer, Regenbogen ist die Erde, wieder eine erdgebundene Karte. Und We are the world, wir sind die Welt. Ist das nicht schön? Wenn Engel sprechen könnten, können sie ja. Man muss nur hinhören. Man muss nur hinhören. Aber wer hat schon Zeit dafür? Man ist ja wirklich so in dieser We are the world, genau, 156, so in dieser Psychoterrorfalle gefangen, die meisten von uns. Adventure, the Page of Rainbows, die Page, also die Prinzessin sozusagen der Erde, eine Botschafterin, da tritt jemand auf die Bühne, und zwar
Eine ziemlich materielle Bühne. Da sind wir mal gespannt. 78 und 156. Ich lese euch mal wieder ein bisschen was vor. Wer keine Zeit hat, ein bisschen Kriegsnachrichten suchen möchte, macht es. Unbedingt, ihr könntet was verpassen. So, Adventure. Ansonsten bleibt einfach dran und hört euch mal die geschriebenen Worte vom Osho Zen-Taro an. Ich würde mal so behaupten, Osho hat auf jeden Fall eine definitiv größere Erlebnisqualität als Nachrichtensender. Außer man mag das sich so ein bisschen zu gruseln. Also, Adventure. Prinzessin der Erde. When we are truly in a spirit of adventure, we are moving just like this child. Full of trust, out of the darkness. Out of the darkness, into the rainbow of light. We go step by step, drawn by our senses of wonder into the unknown. Adventure really has nothing to do with plans and maps and programs and organization. The page of rainbows represents a quality that can come to us anywhere, at home or in the office, in the wilderness or in the city, in a creative project or in our relationship with others. Whenever we move into the new and unknown with the trusting spirit of a child, innocent and open and vulnerable, even the smallest things of life can become the greatest adventure. Das ist ja mega geil. Habe ich gerade erzählt. Schauen wir uns mal den Zen an. Was sagt denn der Zen? Zen truth has nothing to do with authority. Truth has nothing to do with tradition. Truth has nothing to do with the past. Truth is a radical personal realization. You have to come to it. Knowledge is certain. The search for personal knowledge is very, very hazardous. Nobody can guarantee it. If you ask me, I can guarantee anything. I say I cannot guarantee you anything. I can only guarantee danger, that much is certain. I can only guarantee you a long adventure with every possibility of going astray and never reaching the goal. But one thing is certain. The very search will help you to grow. I can guarantee only growth. Danger will be there. Sacrifice will be there. You will be moving every day into the unknown, into the uncharted, and there will be no map to follow, no guide to follow. Yes, there are millions of dangers, and you can go astray, and you can get lost. But this is the only way one grows. Insecurity is the only way to grow. To face danger is the only way to grow. To accept the challenge of the unknown is the only way to grow. Oh, ist ja beautiful. Wie soll ich das nochmal übersetzen? Das Lehrbuchwissen, das Schulbuchwissen, das ist sicher. Aber die Suche nach persönlichem Wissen, Allgemeinbildung und so, die ist sehr gefährlich. Denn niemand kann dir irgendwas garantieren. Das Einzige, was ich dir garantieren kann, ist Gefahr. Und das ist sicher. Ich kann dir ein langes Abenteuer garantieren, mit den unzähligen Möglichkeiten verloren zu gehen und niemals das Ziel zu erreichen. Aber eins ist sicher, diese Suche wird dir helfen zu wachsen. Ich kann dir dadurch nur Wachstum garantieren.
Es wird Gefahr da sein. Du wirst Dinge opfern müssen. Du wirst dich jeden Tag in das Unbekannte stürzen müssen, wo es keine Karte gibt und keinen Führer, dem du folgen kannst. Ja, es gibt Millionen von Gefahren. Du kannst verloren gehen. Aber das ist der einzige Weg, wie du wachsen kannst. Du musst der Gefahr ins Gesicht schauen und die Herausforderung akzeptieren, die Herausforderung des Unbekannten. Und dies ist der einzige Weg, wie du wachsen kannst. Das ist doch geil. Das ist doch mega. Das ist doch geil. Was will man denn mehr? Wollen wir Sicherheit, Bequemlichkeit, einen fetten Arsch bekommen? Vom Rumsitzen auf dem sicheren Sofa in der sicheren Wohnung? Oder wollen wir Erleuchtung? Fragt euch das mal. Wenn ich euch jetzt sage, eins ist sicher, ihr werdet nicht sterben, ihr werdet, wenn ihr Pech habt, 100 Millionen Jahre auf eurer Couch sitzen und darauf warten, dass ihr sterbt, das ist doch die Hölle. Ihr müsst immer davon ausgehen, dass ihr unsterblich seid. Und in dem Fall, wenn ihr unsterblich seid und ihr stellt euch keine Herausforderung, sondern sitzt den ganzen Tag auf eurer Couch und macht nichts, außer warten, dass der Tag rumgeht und in die Glotze schauen, kann euch das passieren, dass ihr das ein paar hundert Millionen Jahre macht. Und dann wird es irgendwann langweilig. Und dann wird er irgendwann depressiv. Und dann fehlt irgendwann der Sinn. Darum stürzt euch in das Abenteuer. Ihr habt wirklich nichts zu verlieren. Das Einzige, was ihr zu verlieren habt, ist, ich weiß es noch gar nicht, ihr habt nichts zu verlieren. So, die zweite Karte, die für die zweite Woche auch herausgefallen ist, We are the world. Das ist doch mal wirklich was Schönes. Wir sind die Welt. Du bist die Welt. Wir sind die Welt. Schauen wir mal, was das Osho-Tarot dazu sagt. Humanity is depicted here as a rainbow of beings dancing around the mandala of the earth with their hands. Tja, das passt mal wieder. Joined together in joy and gratitude. Hört ihr mich noch? Instagram, seid ihr noch da? Hört ihr mich noch? Joined together in gratitude for the gift of life. This card represents a time of communication, of sharing the riches that each of us brings to the whole. There is no clinging here, no grasping. It's a circle without fear of feelings of inferiority and superiority. When we recognize the common source of our humanity, the common origins of our dreams and longings, our hopes and fears, we are able to see that we are all joined together in the great miracle of existence. When we can combine our tremendous inner wealth to create a treasure of love and wisdom that is available to all, we are linked together in the exquisite pattern of eternal creation. Jede Form von Spaltung sollten wir dringend ablehnen. Jede Form von Spaltung. Jede Form von Spaltung sollten wir dringend ablehnen. Zu jedem Täter gehört ein Opfer, das sich die größte Mühe gibt, Opfer zu sein. Und viele Opfer gehen sogar so weit, sich die Täter regelrecht heranzuzüchten. Und dann darf die Frage erlaubt sein, wer ist der eigentliche Täter? Und da sehen wir, wie die Grenzen verschwimmen zwischen Täter und Opfer und wie es ein endloses Karma-Rad aus Verstrickungen ist. Und nur das Herz kennt die Antwort. We are the world. Jetzt kommt die Zen-Antwort darauf. When thousands and thousands of people around the earth are celebrating, singing, dancing, ecstatic, drunk with the divine, there is no possibility of any global suicide. Wenn Tausende und Tausende von Menschen überall auf der Erde zelebrieren, singen, tanzen, ekstatisch leben, trunken mit dem Göttlichen, gibt es nicht die Möglichkeit eines globalen Selbstmordes. With such festivity and with such laughter, with such sanity and health, with such naturalness and spontaneity,
How can there be a war? Mit solch einem Fest, mit solchem Lachen, mit solcher Heiligkeit und Gesundheit, mit solcher Natürlichkeit, Spontanität, wie kann da ein Krieg entstehen? Life has been given to you to create and to rejoice and to celebrate. When you cry and weep, when you are miserable, you are alone. When you celebrate, the whole existence participates with you. Das Leben wurde dir gegeben, um dich daran zu erfreuen und es zu zelebrieren. Wenn du weinst und jammerst, wenn du miserabel dich fühlst, dann bist du allein. Wenn du aber feierst und zelebrierst, dann wird die ganze Existenz mit dir feiern. Denn das ist das eigentliche Leben, ihr Lieben. Das eigentliche Leben ist leicht, schön und gut. Only in celebration do we meet the ultimate, the eternal. Only in celebration do we go beyond the circle of birth and death. Nur in der Zeremonie, in der Celebration, werden wir Gott, das Ewige, treffen. Nur in der Zeremonie, in der Celebration, gehen wir weit, jetzt muss man überlegen, außerhalb des Zirkels, von außerhalb des Kreises von Geburt und Tod. Wir transzendieren den Kreis von Tod und Geburt. Und das sind doch mal schöne, passende Kommentare zur aktuellen Situation. Ich schaue jetzt nochmal, ob ich eure Kommentare finde. Jetzt wird mir der Shit eingeblendet. Ihr Lieben, Brina schreibt, bin bei den ganzen Göttern immer sehr vorsichtig geworden. Das macht ja nichts. Es gibt ja eigentlich sowieso nur einen Gott, eine Göttin. Und Shiva oder Brahma und auch Vishnu, das sind Qualitäten. Und da ist unsere menschliche Sprache noch zu klein, liegt einfach daran, dass wir so sehr materialistisch sind. Da haben wir 1000 Worte für Ladekabel und für Handyfilm. Wenn wir die gleiche Wortvielfalt entwickeln für spirituelle Phänomene, können wir uns dann irgendwann klarer unterhalten. Shiva ist natürlich kein Gott, 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 wie wir durch die christliche Kirche gebrainwashed wurden, sondern Shiva ist ein Prinzip, okay? Steht das bitte nicht falsch. Guten Abend aus Düsseldorf. Hallo meine Lieben. Will I get a grade in my math exam? Probably yes. If you learn Shavanri, Samvi, Shikara, yes. If you learn properly and you pray, probably yes. Will I get an A grade with my math exam? I'm really looking forward to reply. Yes, you will get it if you learn. You have to come in synchronicity with the A-Grade. Georgie on Tour, ja, das kann ich machen. Ich habe jetzt noch ein paar Minuten Zeit. YouTube mit Ton, sehr geil. Yogananda, genau, Yogananda ist einfach mal mega. Was für eine geile Tour. Ob ich jemals zurück nach Deutschland ziehen möchte? Kann ich mir nicht vorstellen. Die meisten von Insta sind zu YouTube rübergewechselt. Auch das wäre natürlich schön. Wir sind die Welt, ihr Lieben. Hallo. Genau, die Karte habe ich heute gezogen. Krass. Nightingale Marie, das ist wunderbar. Das ist eine gute Resonanz. Das ist eine gute Resonanz und das zeigt uns, dass die geistige Welt diese Botschaften durchbekommen möchte. Ich habe heute auch absichtlich auf die Interpretation von meinerseits verzichtet. Ich wollte tatsächlich einfach auch mal Osho bzw. das Zen-Tarot zu Wort kommen lassen. Osho ist einer der wenigen Meister,
die ich wirklich auch tief verehre und denen ich Respekt zollen kann. So, ihr Lieben, ich habe jetzt alles gelesen. So wie es aussieht, gibt es keine Fragen, das freut mich, denn ich werde jetzt, so wie es aussieht, ein kleines Feuerchen machen. Vielleicht aber auch erst morgen zum Neumond. Müssen wir mal gucken, hier ist es schon dunkel. Jetzt noch Holz suchen mit einer Taschenlampe, das ist nicht so geil. Krieg ist eine andere Zeitlinie, genau so ist es. Sie werden natürlich alles daran setzen, ihre verbrannte Erde zu bekommen und die Menschheit weiter zu dezimieren. Und ich kann euch nur den Tipp geben, bevor ihr versucht, andere zu retten, ihr müsst jetzt euch retten. Es ist so sehr an der Zeit, wie es noch nie an der Zeit war. Wenn es ein Mensch von uns gerade schafft, sich selbst vollkommen zu retten und in eine Shiva-Sphäre aufzusteigen, würde er dadurch tausende Menschen in seinem Umfeld mitretten und könnte durch seinen Segen unheimlich viele Menschen erlösen und ihnen durch seine Aura, durch seine Gehirnströme die Erleuchtung schenken bzw. leichter machen. Jeder muss die Erleuchtung natürlich selbst anstreben, aber in der Gegenwart eines erleuchteten Meisters erleuchtet es sich definitiv schneller. Denn wir sind ja nur das Ergebnis der Spiegelneuronen einer Gesellschaft und das ist der Grund, warum ich mich hier in unser Portugal-Ashram zurückgezogen habe. Ich bin mittlerweile freiwillig in Selbstisolation, sage ich euch, wie es ist. Ich habe überhaupt kein Interesse mehr daran, mich in diese Gesellschaft zu integrieren, denn bringt ja nichts. Aber ich liebe euch alle. Ich finde euch richtig geil, ihr macht das schon. Aber ich achte wenigstens jetzt auf meine eigenen Gehirnströme. Denn ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich das noch schaffe, mich vollkommen zu erleuchten. Und dadurch mir und auch vielen anderen Menschen auf dieser Welt zu helfen. Und ich hoffe, ihr habt ähnliche Ambitionen. Denn ich kann mich erinnern, wie wir auf einem Raumschiff-ähnlichen Flugobjekt waren und die Erde von weit oben gesehen haben. Und da kam halt nicht nur einer runter, sondern wir waren Tausende, die auf diese Erde inkarniert sind. Wir waren wirklich Tausende, die auf diese Erde inkarniert sind. Und wir sind nicht gekommen, um uns in einer neuen Weltordnung versklaven zu lassen, sondern wir sind gekommen, um das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen, um den Menschen die Wahrheiten von Vishnu, Shiva, Brahma, Jesus, Buddha, Nanak, wie die ganzen Propheten, Mohammed, nicht alle heißen, zugänglich zu machen. Wenn ihr wüsstet, dass eigentlich alle Religionen an einem bestimmten Punkt in ihrer Entwicklung das gleiche Ziel hatten, uns näher gut zu Gott zu bringen, dann können wir das Schöne und das Heilsame in den Religionen sehen, beziehungsweise in den Verkündern der Religion. Ich mische übrigens gerade die Karten für dich, Yoshi. Da ist er. Tja, Yoshi, pass auf. Große Sakane, du bist am Anfang eines linearen neuen Zyklus großen Abenteuers. Du hast wirklich jetzt folgende Aufgabe. Du bist Null, du bist der Träumer. Du kannst jetzt dein neues Netz träumen, deine neue Maya erträumen. Mach dir bewusst, dass die Manifestation deswegen funktioniert, weil du sie erträumst. Mach dir also bewusst, dass dieses Erträumen immer noch eine Illusion ist. Und wir können natürlich unheimlich viel Zeit in der Manifestation verbringen. Das macht auch Spaß. Und dadurch gewinnen wir auch Erkenntnisse. Und das ist eben unsere Seelenreifung. Also, was du brauchst, ist einen Leap of Faith. Also, du brauchst einen Quantenvorsprung des Vertrauens. Einen Quantensprung des Vertrauens, beziehungsweise einen Vertrauensvorsprung. Du musst sozusagen mit deinem Vertrauen in Gott in Vorkasse gehen. Geh einen Schritt auf Gott zu. Um das mal so zu sagen. Geh einen Schritt auf das Leben zu. Du musst diesen Schritt in den Abgrund machen, in das Unbekannte. Das ist das, was du brauchst. Und dabei, was ist dein Kompass? Folge deinen Träumen. Wo findest du deine Träume? In deinem Herzen. Und dann, wenn du das machst, dann tun sich wirklich Möglichkeiten auf. Die sind so großartig. Und dann bist du Teil einer göttlichen Lichtfamilie, die geführt wird. Ja? Ganz wichtig. Was auch immer deine Frage war, das war deine Antwort.
Jubel, ich ziehe auch eine Karte für dich, sehr gerne. Heute maximal 5 Karten, also falls es noch 3 andere Leute gibt, die eine Frage stellen wollen, mache ich das gerne. Und dann geht's zum Shivaratri. Okay, Jubel. Sehr geil, genau. Axel. Top Lichtkörpervorhaben. Der 100. Affe bringt den Polsprung. Genau das ist das, worauf ich hinarbeite. Unter anderem. Aileen, dann her mit deiner Frage. Das ist Nummer 3. Haben wir noch Nummer 4 und Nummer 5? Okay, Lightcode, Lichtcode, Nummer 4. Und Restream-Bot auf Twitch. Wie sollte... Okay, machen wir. Okay. Vicky Lahm, Nummer 6. Und dann haben wir euch. So. Und zwar, für wen waren die Karte jetzt? Jubel. Sehr geile Karte übrigens für Jubel. King of Earth, generous, professional, responsible, practical. Also du bist wohlhabend, du bist professionell, du bist verantwortungsbewusst, aber du bist auch praktisch. Eine großartige Zeit liegt dort vor dir und akzeptiere selbstbewusst die Möglichkeiten, die man dir anbietet. Kleines Risiko ist der Midas Touch. Mal kurz gucken, ob ich die richtig halte. Der Midas Touch. Alles, was du anfasst, wird zu Gold. Du musst ein bisschen aufpassen, dass du nicht zu viel anfasst, weil eventuell lebendig bleiben sollte. Jubel, das ist eine Karte, das ist eine großartige Karte. Das ist eine Karte von guten Finanzen, von gutem Zuhause, guten Familienleben, guten Beruf. Besser kannst du es kaum noch haben. Also, das sieht gut aus für dich. Ich zeige euch die auch mal. Das war die Karte, das ist die Karte für Jubel. Sehr gerne. Okay, das war 1, 2. Dann hatten wir jetzt Aileen. Okay. Bei Instagram. Da haben wir sie, Aileen. Das sieht gut aus für dich, Aileen. Große Wende in deinem Leben, die da auf dich zukommt. Eine große Arcana-Karte. Das heißt, hier passiert wirklich was Tolles. Und zwar der Eremit. Was macht der Eremit? Der verbindet sich mit Erzengel Raziel. Raziel ist für unser drittes Auge verantwortlich. Ich zeig dir hier auch mal. Für die Ausbildung unseres dritten Auges ist Raziel verantwortlich. Und zwar, was wird dir gesagt? Spend time in quiet meditation, Aileen. Es ist Zeit für dich, wirklich dich dem Meditieren jetzt noch mehr denn je zu widmen. Und es ist auch Zeit für dich, dass du dich jetzt einem spirituellen Lehrer oder spirituellen Teachings zuwendest, um in die Self-Discovery zu kommen. Also die Erkenntnis, wer bist du wirklich, wenn all diese Schalen wegfallen, wenn all diese Ich-Strukturen wegfallen, wer du in der Gesellschaft bist, wer bleibt übrig? Was an der Seele bist du? Was ist die Maske, die du aufsetzt, um in dieser Gesellschaft klarzukommen? Ich zeige dir auch nochmal. Wenn ihr wissen wollt, wer ihr seid, überlegt einfach, wie und was ihr sein würdet, wenn ihr weder arbeiten müsstet, noch irgendwem gefallen müsstet und einfach nur das den ganzen Tag machen könntet, was ihr wolltet. Dann hatten wir Lichtcode, Lightcodes, kommt auch eine Karte. Nightingale Marie schreibt, Jubel hat einen Sugar Daddy. Ja, mit so einer Karte ist Jubel der Sugar Daddy. Das ist nämlich das Geile. Oder die Sugar Mommy. So, ihr Lieben. Sehr gerne. Also. Und zwar die Karte für Lichtcode. Die Lichtfrequenzen. Die Lichtfrequenzen werden jetzt übrigens gerade sehr, sehr stark. Könnt ihr euch auch vorstellen, warum dieses Ablenkungsdrama gerade auch eine große Arcana, also hier kommt wirklich gerade sehr viel Bewegung in das Leben der Menschen. Die Gerechtigkeit. Hier sollst du Erzengel Raguel, den Engel deines Kehlkopfchakras rufen oder den Engel des Kehlkopfchakras und der guten Kommunikation. Und hier geht es um faire und gerechte Entscheidungen. Tue das, wo du davon weißt, dass es richtig ist und stehe auf für deine Beliefs, also stehe auf für deinen Glauben beziehungsweise für deine Überzeugungen. Ja, mach das, wovon du weißt, dass es richtig ist. Und deswegen Erzengel Raguel. Warum ist Erzengel Raguel am Kommunikationschakra so wichtig?
Er ist wichtig, damit, wenn wir richten, wir in Liebe richten. Dass wir das Herz sprechen lassen. Das Herz kann einen sauberen Schnitt machen und ist in der Lage, fein zu unterscheiden, während der Verstand sich immer in Argumentationen verwickelt. Wenn ihr also in Konflikten seid, Lichtcode vielleicht, dann schau einfach, ob es dein Herz berührt. Lass dich nicht so sehr in deinem Verstand einkaspern und einlullen, wie manche Spinnen das mit ihrer Beute machen. Dann wirst du ganz schnell gefressen von Pro und Contra, für und wieder und so weiter. Nein, schau einfach, ob es dein Herz berührt. Und dann hast du deine Antwort. Und dann gehen wir nochmal rüber. Das war deine Karte, Lichtcode. Zu. Genau, da hatten wir es. Oh, jetzt. Kamen aber doch ganz viele. AJ. AJ, ziehe ich auch eine Karte. Für AJ und Larisha. Für Vicky. Für Arjdan. Und für Grace. Danke, die Karte war wirklich für mich, schreibt Lichtkauz. Wunderbar. Bei allen Gerichten, die du halten musst, halte sie mit dem Herzen. Ich sage nicht, dass das immer ist wie Eis essen gehen. Das kann manchmal sogar sehr, sehr traurig sein, sehr, sehr schmerzhaft. Wenn du da weitere Unterstützung brauchst, schreib mir gerne. Ich habe jetzt noch ein paar Tage diesen 50% Rabatt auf meine Readings. Und ich habe in den letzten Tagen und Wochen schon wieder so vielen Leuten geholfen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was gerade los ist. Also das macht wirklich einen Unterschied im Leben der Menschen. Das macht wirklich einen großen Unterschied. Oft hilft ein Reading, die ganze Sache in Gang zu bringen. Und ich biete ja mittlerweile auch Jahrescoachings an, übers Jahr verteilt, um wirklich das Leben nachhaltig mal auch zu durchlichten. Da kann man mit einem Reading kann man wirklich viel machen, da kann man den Stein ins Rollen bringen und viele sind dann auf jeden Fall so gut ausgerüstet, dass sie von alleine weitermachen können. Manche Leute wollen aber nicht die ganze Zeit das Rad neu erfinden. Aber solche Leute, da haben wir sie. Biete ich dann zum Beispiel 10er Packs an, 5er Packs. Wir treffen uns regelmäßig und arbeiten an euren Themen. AJ, Nine of Air. Die Neun der Luft ist deines Geistes. Und zwar erwartest du anscheinend das Schlechteste und du musst aufpassen mit den sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Das wollen schlaflose Nächte. AJ, falls das auf dich zutrifft, schau einfach nicht so viele Nachrichten von wegen Dritter Weltkrieg und so weiter, oder was auch immer gerade in deinem Leben dich so krass runterzieht. Du musst ein bisschen auf deinen Geist aufpassen, denn das ist ein Magnet. Und du brauchst einen gesunden Schlaf, aber dein Geist ist gerade wirklich in einer Abwärtsspirale. Zumindest deuten das die Karten an. Komm da wieder raus und fang an zu meditieren. Wenn du keinen Ausweg findest, meditiere. Ihr Lieben, ich mache diese Videos nur, um euch zu meditieren aufzurufen. Ich hoffe, ihr versteht das. Das sagt mir die Karte. Expecting the worst. Du erwartest das Schlechteste. Ich hoffe ja nicht. Aber diese Karte kam für dich. Also arbeite unbedingt an deinem Mindset, auch wenn du schon sehr positiv denkst, geh da rein und komm ins Herz. Komm ins Herz, denn dann wirst du feststellen, was es wirklich bedeutet, jenseits der Magie zu leben, im Reich der Liebe. So, jetzt kommt eine Frage von Larisha. Wie sollte ich mit Tarik umgehen? Schauen wir mal, Larisha. Da haben wir sie. Okay. King of Earth, schon wieder. Larisha, dein Sugar Daddy ist wohl da. Wir hatten die Karte gerade schon mal. Sie kam wieder. Und zwar wieder eine erfolgreiche Zeit. Und du sollst wirklich selbstbewusst deine Möglichkeiten, die dir angeboten werden, akzeptieren. Das ist eine gute Zeit für dich eigentlich. Genieße einfach mal diese Momente
Das ist eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Aber wenn du Angebote bekommst, dann nimm die auch an. Du musst ein bisschen aufpassen, dass nicht alles mit Gold aufgewogen wird und auch nicht alles mit Geld aufgewogen wird. Das geht nämlich nicht. Das sollte man auch nicht machen. Man sollte sich nicht verkaufen. Ganz, ganz wichtig. Das war deine Karte. Schauen wir mal die Karte für Vicky. Da haben wir sie schon. Sind hier zu viele? Moment. Es geht noch genauer. Schauen wir mal die Karte für Vicky. So, ihr Lieben. Falls ihr ein privates Reading buchen wollt, schreibt mir unbedingt. Damit helft ihr nicht nur euch, sondern damit helft ihr auch mir. Nicht nur meine Fähigkeiten vernünftig zu nutzen und meine Berufung zu erfüllen, sondern ihr helft tatsächlich dadurch auch indirekt vielen anderen Menschen. Denn wenn ihr auf den richtigen Weg kommt, auf den Pfad Gottes, dann wird das einen unheimlich großen Einfluss für euer direktes Umfeld haben. Glaubt, ihr tut das nicht nur für euch, oder für mich. Für mich ein direkt sowieso nicht. Sondern hauptsächlich ist es ein Service für die Welt, ein selbstloser Dienst. So, Vicky, deine Karte lässt ganz schön auf sich warten. Schauen wir mal, was sie die geistige Welt mitteilen möchte. Da haben wir sie. Oh, The Lovers. Also, hier geht es um Erzengel Raphael. Das ist die Karte der Twin Flames, was auch immer deine Frage war, oder deine Hoffnung, dein Begehren. Hier geht es um die Liebenden und um intime Beziehungen. Ich zeige das auch mal bei Instagram. Das ist die Karte, die für Vicky gerade kam. Und du solltest wirklich aber deine Entscheidung vorsichtig abwägen und es hier auch nach gesundheitlichen Gründen mal ein bisschen abklopfen. Also falls du da gerade jemanden am Start hast und der zischt gerne mal so ein paar Bier, nimmt Drogen oder ernährt sich sehr ungesund, dann solltest du dem auf jeden Fall mal die Pistole auf die Brust setzen und sagen, dass du ein bisschen länger gern was von ihm hättest. Normalerweise lenken da die intelligenten Menschen sehr schnell ein und die anderen laufen weg und waren es dann sowieso nicht wert. Das kann man aber nie so genau verallgemeinern, aber das ist die Karte, die kommt. Und hier geht es eben auch um gesundheitliche Entscheidungen. So, jetzt noch für Achtern. Achtern oder Ajdan? Ich sage jetzt einfach mal Achtern zu dir. Die Karte für Achtern, da ist sie. Okay, dann halt die Augen offen. Ajdan, Achtern, die 5 der Erde. Oh, du hast Angst zum Thema Geld. Hab daher die Weisheit, Hilfe von anderen anzunehmen. Und falls du dich selbstständig machen willst, dann musst du auf jeden Fall noch an deinem Mindset arbeiten. Denn du ziehst sonst nur deine Ängste an. Ajdan, was auch immer da in deinem Leben gerade vor sich geht, es hat irgendwas mit Geld zu tun, was du da klären möchtest oder musst und deiner Selbstständigkeit oder einer Idee der Selbstständigkeit. Da kann ich dir mit auf den Weg gehen. Arbeite zuerst einmal an deinem Mindset. Alle Zeit ist sonst verloren. Wenn du ein beschissenes Mindset hast, also wenn du quasi wirklich da nicht positiv ausgerichtet bist und mit alten Überzeugungen von der Familie oder wem auch immer rumhängst, dann kann das sein, dass du einfach einen Scheiter nach dem nächsten in dein Leben rufst und das muss ja nicht sein. Und das ist auch wieder eine Geldkarte bzw. eine Zuhausekarte. Überwinde die Ängste. Wie gesagt, das ist meine Arbeit, Leuten dabei zu helfen, genau solche Themen zu überwinden. So, und dann hatten wir noch jemanden. Grace, genau. So, ihr Lieben, ein bisschen zu spät. Ihr könnt beim nächsten Mal das auch wieder fragen. Ich ziehe jetzt noch für Grace eine Karte. Ich schaffe das leider nicht, auch zeitlich, jedes Mal von 20 Leuten die Fragen zu beantworten, auch wenn mir das Spaß macht, aber ich packe das zeitlich nicht. Gerade nicht heute,
Ich muss aufpassen auf meine Zeit, die mir gegeben ist. Aber ihr seid jederzeit herzlich willkommen bei dem Reading. Ursprünglich geht ein Reading 90 Minuten. Falls ihr nur zwei oder drei Fragen habt, können wir auch schauen, ob wir einen 30 Minuten Reading für euch mal zusammenschustern. Jetzt noch die Karte für Grace. Und leider muss ich euch anderen vertrösten. Sphinx, tut mir wirklich leid, auch Christine, tut mir wirklich leid, und Brina. Gerne beim nächsten Mal wieder. Gerne auch direkt gleich am Anfang anmelden. Sehr schön. Ihr habt ja auch die Botschaften des Tarots heute bekommen. Damit könnt ihr definitiv arbeiten. Die 7 des Feuers. Endlich mal eine Karte der Seele. Schaut euch das an. Die Karte der Seele für Grace. Das Feuer ist der Seelenfunke. Grace, du sollst deine Überzeugungen und Entscheidungen verteidigen. Hört, hört. Stand your ground. Also, das ist so eine englische Redewendung wie steh dein Mann. Wenn wir das jetzt durchgendern würden, steh deine Frau, steh dein Ich, du, er, sie, es. Aber wähle deine Kämpfe weise. Es lohnt sich also nicht, mit dem Nachbarn darüber zu streiten, ob die Tür jetzt im Winter offen stand oder zustand oder der Briefkasten zu laut oder zu leise zugemacht wurde oder das Altgas gestern um 10.05 Uhr anstatt um 10 Uhr in den Container geschmissen wurde. Choose your battles wisely. Es gibt wirklich genügend Gründe, wo wir auch entschieden mit einer Shiva-Energie, hier, einer Shiva-Energie durchgehen müssen, um die göttliche Offenbarung zu erfüllen, beziehungsweise um den Weg Gottes zu gehen. Es gibt aber auch Pillepalle, wo wir einfach nur Zeit, Nerven, Geld, Energie, Liebe und Freude verlieren. Und darum, verteidige du deinen Glauben, deine Überzeugungen und steh deine Frau, steh deinen Mann, steh dein Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und wähle deine Kämpfe weise. Prima, genau. Buch gerne ein Reading. Ich habe in der nächsten Woche noch einige Termine frei. Das wird jetzt allerdings ziemlich voll. Was ich ganz vergessen hatte, auch Mensch, ich und mein Marketing. Ich brauche eine Marketingabteilung. Also, ihr Lieben, jetzt zum Abschluss. Ganz wichtig, seit heute läuft der Rette-sich-wer-kann-Kongress. Moment. Ich schicke euch da mal meinen Link. Da spreche ich am Sonntag. Und zwar ist das ein Kongress, wo wir darüber sprechen, so genau, das sieht schon mal gut aus, wo wir darüber sprechen, wie man sich in dieser Zeit eben retten kann, sich und seine Familie. Ich hatte dazu auch ein Newsletter rausgegeben. Ich teile euch jetzt mal hier meinen Link, meinen Affiliate-Link. Und zwar, meldet euch mal an. Meldet euch unbedingt mal an, ich teile ihn einfach zwei, dreimal. Bei Instagram übrigens, falls ihr zuschaut, ihr findet meinen Link zum Kongress direkt in meiner Bio. Meldet euch mal an, der Rette sich, wer kann Online-Kongress. Grace schreibt, danke in die 10 getroffen. War das die letzte Karte, die ich gerade gezogen habe, ja? Das freut mich, Grace, danke für dein Feedback. Das Feedback ist tatsächlich auch das, was uns Hellsehern und Channel Medien gerade am Anfang eben auch hilft, Selbstvertrauen in unsere hellsichtigen Fähigkeiten zu bekommen und in die Anbindung Gottes. Später brauchen wir das gar nicht mehr, weil wir tatsächlich so angebunden sind, dass wir wissen, dass es stimmt. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist halt, man weiß irgendwann, was blau und rot ist und auch was grün ist. Und da muss man da auch gar nicht mehr fragen. Aber danke für das Feedback, ganz großartig. So, ihr Lieben, genau, liebe Brina, schreibt mir gerne direkt an kontakt@enrico-galvini.com. Ich
Ich kann dir auch noch diesen 50% Rabatt anbieten. Da sparst du auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Das ist quasi immer noch der Valentinstagsrabatt. Der ist jetzt aber nicht mehr lange, noch ein paar Tage. Okay. Und die Frage von Sunvi. Here 24, 25. You can still plan it. And so it's up to you to plan things accordingly. And there's a lot of things written in the stars, but it's also up to you. And if this is your wish written in your heart and not just in your mind because of career, then it might come true. If this is a mind wish, that means if you think you should do it for your daddy or your mommy to make them happy and to get a lot of congratulations, then it might not come true. Then you might have to go through the disappointment to realize that also this will not destroy you. And if this is a wish planted in your heart to fulfill the Tao, then you will go there, no matter what. No matter what. And you will see me going to Hawaii. I'm not just undergraduated, I'm just a clairvoyant musician, but you will see, I will live there. I live already there. Okay, ihr Lieben. Rette sich, wer kann. Genau, Nightingale Marie. Nicht nur weg aus Europa, sondern eben auch in Bezug auf das Thema Geld. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, der Rubel ist mal eben so 30% eingestürzt und die Russen standen Schlange bei ihren Geldautomaten und haben kaum noch Geld bekommen. Und hier auch in Portugal sind mittlerweile die Geldautomaten immer öfter leer. Nur mal so, Bargeld wird langsam rar. Die Banken bringen das immer seltener in den Umlauf. Und die Russen sind dann, weil der Rubel eingestürzt ist, auf Bitcoin ausgewichen. Das haben wir jetzt in den letzten zwei Tagen definitiv am Markt gesehen. Wir sind in den letzten Wochen um 10.000 Euro wieder nach oben geschossen. Wir sind fast wieder bei 44.000 Dollar, das ist massiv. Bitcoin ist immer noch eine Lösung. Letztens waren es die Trucker, die sich so finanziert haben. Jetzt schützen sich die Russen vom Wertverlust. Um solche Themen und um viele andere Themen geht es bei dem Kongress. Rette sich, wer kann, Online-Kongress. Einfach mal anmelden. Und wer uns unterstützen möchte, der kann sich direkt das Silberpaket oder auch das Goldpaket mal leisten. Da sind jetzt nicht wirklich viele Euros. Das lohnt sich. Da habt ihr das ganze geballte Wissen von allen Speakern zusammen. Da sind auch wirklich bekannte Leute dabei. Da sind Legenden dabei, gerade jetzt eben auch aus der Corona-Zeit, die euch ganz konkrete Hilfestellungen geben, wie ihr tatsächlich das Land verlassen könnt. Ich werde euch eine ganze Menge zum Thema Finanzierung im Ausland erzählen. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren im Ausland. Das macht man ja auch nicht einfach mal so, sondern da muss man schon ein bisschen was verstanden haben zum Thema Geld. Und das coache ich ja auch. Also ich bin da ja auch Coach zu diesem Thema. Als Life-Coach arbeitet man eben nicht nur mit Chakren, sondern man arbeitet auch mit ganz konkreten Sachen. Ja, wo kommt denn jetzt eigentlich die Kohle her für den ganzen Spaß? Denn die wächst ja nicht einfach so an Bäumen und ein HP-Drucker druckt das immer noch nicht so gut aus. Also da muss man sich was einfallen lassen. Und dafür sind wir Life-Coaches eben da, um dich komplett auf den Weg zu bringen. Spirituell, metaphysisch, finanziell, emotional und so weiter. Ihr Lieben, es hat mir Spaß gemacht. Hier in Portugal ist es jetzt gleich um 8. Ich muss jetzt zum Shivaratri. Wahrscheinlich wartet die Community schon. Und wer heute Nacht keinen Bock zum Schlafen hat, der meditiert. Wenn ihr eine Nacht zum Meditieren sucht hättet, es wäre die Nacht heute. Meditiert bis zum Morgengrauen. Sucht euch ein Mantra. Und dann schaut einfach mal, was passiert. Wenn ihr schlafen wollt, dann schlaft. Aber vielleicht ist das ein guter Moment, um mal so ein paar neue Bahnen im Gehirn einfach mal zu verankern und sich in ein kollektives Bewusstsein einzuklinken aus der hinduistischen Kultur. Shiva ist der Zerstörer der Lüge. Shambho. In diesem Sinne. John Doe. Nein, ich würde nicht nach Deutschland zurückgehen. Ich will unter der Sonne liegen, unter Palmen. Deutschland ist meine Geburtsstätte, ist die Heimat meiner Eltern. Ich selbst bin keine Eiche, ich bin keine Kastanie, ich bin kein Apfelbaum oder Birnbaum, ich bin ein Mangobaum.
Portugal ist mir schon zu frostig und zu kalt. Also unter keinen Umständen. Warum sollte ich auf einem runden blauen Ball einen Punkt nehmen, der sich Deutschland nennt, wenn dieser runde blaue Ball mit Kontinenten doch so wundervoll ist, dass ich in diesem Leben, selbst wenn ich in jedem Land nur ein Jahr leben würde, es schwer haben würde, in jedem Land nur ein Jahr zu leben. Und ich bin ganz gut dabei, aber in Portugal sind es jetzt schon fast wieder 2 Jahre. In diesem Sinne, ihr Lieben, Namaste, bleibt gesegnet, bleibt gesund, bleibt munter. Wir sehen uns die Tage wieder. Ich werde die Woche nochmal live gehen mit ein, zwei anderen Themen, auch zum aktuellen Thema der aktuellen politischen Lage, aber eben auch zu verschiedenen Meditationen. Namaste, bleibt gesund und bis bald. So.